Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 6. August. Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll. Psalm 122, Vers 3. Das Zusammenkommen hat in der Gemeinde des lebendigen Gottes immer eine große Rolle gespielt. Schon in den ersten Geboten, die Gott gab, heißt es: Der erste Tag soll heilig sein, dass ihr zusammenkommt. Und von der ersten Gemeinde heißt es: Sie bleiben beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft. Im Laufe der Kirchengeschichte hat es eine Stunde gegeben, in der die Christenheit beweisen musste, wie viel ihr das Zusammenkommen wert ist. Der römische Kaiser Diokletian wollte die Christenverfolgung im alten Stil nicht fortsetzen. Darum ließ er verkündigen, jeder dürfe seinen Glauben leben. Nur sollten die Christen keine Versammlung mehr abhalten. Sollte die arme, bisher so bedrängte Christenheit darauf nicht eingehen? Aber die Ältesten erklärten einmütig: Das Zusammenkommen gehört für uns Jesusjünger zum geistlichen Leben. Wir müssen zusammenkommen, um uns im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu stärken, um uns gegenseitig zu ermahnen, um gemeinsam zu singen und zu beten. So haben sie dem Gebot des römischen Kaisers getrotzt und es kam zu einer der furchtbarsten Verfolgungen. Das Zusammenkommen der Glaubenden soll nicht nur ein Gebot, sondern Freude sein. Wenn die Leute aus Israel zu einem der Gottesfeste nach Jerusalem kamen, sangen sie jubelnd den Psalm: Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Man will heute vielfach ein Privatchristentum pflegen. Das geht nicht. Da sterben Glauben und Liebe. Herr, gib uns Freude an deinen Gottesdiensten. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.